dann nur ein bisschen die Landschaft betrachten. Ewigkeit dauert lang, besonders gegen Ende, hat Woody Allen gesagt. Das ist ein bisschen seltsam. Als würde man sagen, unendlich ist groß, besonders zum Rand hin. Und genau dorthin machen wir heute einen Ausflug. An den Rand der Unendlichkeit und etwas darüber hinaus. Denn wir werden feststellen, dass es das Unendliche in verschiedenen Größen gibt. Es ist nicht leicht, sich die Unendlichkeit vorzustellen, wenn man ein gewöhnliches Lebewesen mit einem durchschnittlich großen Gehirn ist. Eine mathematische Herangehensweise besteht darin, eine sehr, sehr lange Autobahn zu nehmen, deren Meilensteine die sogenannten natürlichen Zahlen sind. Nun, danach hat er das Schachspiel erfunden. Der indische Herrscher Shikhar wollte ihn dafür belohnen. Und Sissa verlangte ein Reiskorn für das erste Schachfeld, für das zweite 2, für das dritte 4, für das vierte 8 und so weiter. Jedes Mal die doppelte Menge. Der Herrscher war erstaunt angesichts der Bescheidenheit dieser Forderung. Bis ihm klar wurde, dass Sissa damit eine Belohnung von über 18 Trillionen Reiskörnern zustand. Etwa wie einer potenziellen Unendlichkeit, die natürlich unbegrenzt ist, aber die man doch in Abschnitten besuchen und sich vorstellen kann. Von hier an brauchen wir die Hilfe eines 1845 geborenen deutschen Mathematikers, Georg Cantor, dem Erfinder der Mengenlehre. Für Cantor sind die natürlichen Zahlen keine Autobahn, aber eine Gesamtheit. Und in der von ihm eingeführten Begrifflichkeit eine Menge, die man als Ganze verstehen kann und muss. Nämlich die Menge n aller natürlichen Zahlen. Eine Menge wie jede andere, mit einer Besonderheit. Sie enthält eine unendliche Anzahl von Elementen. Die Anzahl der Elemente einer Menge wird auch als ihre Kardinalität bezeichnet. Seit dem 18. Jahrhundert wird dieses Symbol verwendet, um die Kardinalzahl der Menge n darzustellen. Die Formel liest sich folgendermaßen. Die Kardinalzahl von n ist gleich unendlich. Sind wir hier schon am Ende unserer Reise? Bei weitem nicht. Zunächst müssen wir uns mit einer Entdeckung von Cantor vertraut machen. Der Bijektion. Zwischen zwei Mengen gibt es eine Bijektion, wenn sich ihre